Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 3. In dieser Folge möchte ich dir einen exklusiv unveröffentlichten Ausschnitt aus meinem neuen Buch, aus meinem ersten Thriller vorlesen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und ich wünsche dir viel Spaß. Diese Folge ist eine kleine Sonderfolge, denn ich war gestern zu meinem 6. Sprechtraining und habe meiner Sprechtrainerin aus meinem neuen Buch vorgelesen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich könnte das doch auch hier machen. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich das erste meiner 3 Podcast-Rituale begehen, sagt man, oder? Und zwar 3 gute Dinge, die in der letzten Woche passiert sind. Es ist keine ganze Woche her, seitdem ich den letzten Podcast aufgenommen habe, aber das ist ja nicht schlimm. Dann suche ich mir einfach 3 gute Dinge aus, die seit dem letzten Podcast geschehen sind. Und zwar habe ich von der lieben Autorin Freya von Korf ein unheimlich tolles Feedback zu meinem Thriller bekommen. Dann hatte ich gestern ein wirklich, wirklich richtig gutes Sprechtraining. Das hat mir unheimlich viel gebracht, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und Punkt Nummer 3 sind die ganzen Leser-E-Mails, die ich auf meinen letzten Newsletter bekommen habe. Ich liebe es, diese E-Mails zu lesen und zu beantworten und mit euch im Kontakt zu sein. Das ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank. Und jetzt, Trommelwirbel, lese ich den Prolog aus Lara. Es ist immer noch der Arbeitstitel, obwohl er sich ein kleines bisschen manifestiert. Eventuell habe ich einen Untertitel, aber ich bin vollkommen unsicher. Also, es geht los. Prolog. Ich kniete auf dem Boden. Seit Stunden hatte ich mich nicht bewegt. Jedes Gefühl war aus meinen Beinen gewichen. Meine Hände hingen nutzlos neben meinem Körper herab. Die Tränen auf meinen Wangen waren irgendwann getrocknet. Und etwa zur gleichen Zeit hatte ich aufgehört zu zittern. Aber mein Herz raste noch immer. Es klopfte von innen gegen meine Brust, als wollte es mich aus meiner Starre aufwecken, mich zwingen, aufzustehen und zu rennen, zu fliehen vor einer Gefahr, die längst gebannt war. Aber ich konnte es nicht. Es drangen nur noch wenige Strahlen des Tageslichts durch die Fenster neben der Tür. Aber meine Augen hatten sich an die zunehmende Dunkelheit gewöhnt. Und ich hatte das Bild abgespeichert, von dem ich meinen Blick nicht losreißen konnte. Dunkle Flecken auf meinem zerrissenen, rosafarbenen Rock. Ein paar weitere auf meiner Strumpfhose und an meinem linken Oberschenkel, den der kaputte Blümchenstoff nicht länger bedeckte. Sie hatten sich auf meinen Armen und über den dunklen Holzboden verteilt, hatten den kleinen, hellen Teppich ruiniert und sich mit meinen Tränen vermischt. Sie waren überall. Und ich zwang mich, diese kleineren Flecken zu fokussieren. Ich zwang mich, sie anzustarren, um nicht zur Treppe zu sehen. Solange ich meinen Blick auf dieses Bild richtete, konnte ich verdrängen, was passiert war. Ich konnte mich in den Grenzen meines Blickfeldes verstecken. Ich wusste ohnehin, was mein Blick bei der Treppe finden würde. Noch mehr Blut. Viel mehr Blut. Der metallische Geruch drang in meine Nase und hatte ein übles Gefühl in meinem Magen ausgelöst, das ich seitdem dort hielt. Ich spürte die Leere, die das Blut an seinem Ursprung, an dem es so lange Leben spendete, hinterlassen hatte. Spürte die Anwesenheit des Körpers, der kein Mensch mehr war, weil ihn dieses Leben im selben Moment verlassen hatte, in dem ich auf die Knie sank, in dem das Geräusch, mit dem die Waffe zu Boden fiel, den Knall davor übertönte. Aus den Augenwinkeln nahm ich einen Schatten wahr, der sich vor den Fenstern neben der Haustür vorbeischob. Schwere Schritte begleiteten ihn. Und dann folgten weitere, die leere Stille durchbrechende Geräusche. Die Haustür öffnete sich und ließ das letzte, lilafarbene Abendlicht in den Raum fallen.
Meine Muskeln fanden endlich ihre Kraft wieder. Ich sprang auf, rannte die wenigen Meter zur Tür und warf mich dem Mann in die Arme, der für all das verantwortlich war. Ja, das ist der Prolog zu meinem Thriller. Ja, ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, wie er dir gefällt, ob er dir Lust auf das Buch macht, ob du dich hast mitreißen lassen, wie dir das Vorlesen gefallen hat. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal wirklich vorgelesen. Also auch für mich. Sonst, also wenn ich sonst mein Buch mir vorlese, um es zu korrigieren, dann mache ich das nicht so bewusst mit angespanntem Beckenboden und einer relativ tiefen Stimme. Auf jeden Fall, ja, sag mir deine Meinung. Ich bin mega gespannt. Und ja, das war es tatsächlich auch schon für heute, für diese Podcast-Folge. Ich schließe natürlich mit einem Grund zum Dankbarsein oder einem Grund, aus dem ich jetzt gerade in diesem Moment dankbar bin. Und das sind tatsächlich die Menschen, die mir Feedback geben. Das sind ganz enge Vertraute aus meiner Familie und aus meinem Freundeskreis, aber es sind auch andere Autoren und Leser und zum Teil sind es Blogger und Menschen, die ich nur übers Internet kenne. Und trotzdem hilft mir ihr Feedback, euer Feedback, eure Meinung unheimlich dabei, mich zu entwickeln, mein Schreiben zu entwickeln, Titel zu finden, Klappentexte zu schreiben und Cover zu gestalten. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und schließen, also wirklich endgültig schließen, möchte ich diesen Podcast mit einem Zitat von Marcus Aurelius oder Marc Aurel. Und zwar, unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Es gibt auch diese Formulierung, Energy flows where attention goes. Und ich finde, dass es ganz gut dazu passt, wenn du immer wieder darüber nachdenkst, dass es dir schlecht geht, dann findest du auch in deinem Leben immer wieder Gründe, aus denen es dir schlecht geht. Wenn du aber daran glaubst, dass es dir gut geht, dass dir gute Dinge passieren, dass du deine Ziele erreichst, dann siehst du auch viel eher diese Dinge. Das hat jetzt nichts mit, oh, du musst positiv denken, du musst bla 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 zu tun, sondern oftmals lassen wir uns von unseren Gedanken in irgendeine Richtung ziehen und bestimmen gar nicht selbstbewusst, was wir denken. Und wenn wir das aber tun und uns wirklich bewusst machen, dass wir entscheiden können, was wir denken, dann wird auch unsere Umgebung ganz andere Formen für uns annehmen, weil wir die Dinge einfach anders betrachten. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich sage jetzt noch einmal danke, dass du mich hörst, dass du hier dabei bist. Und wenn du dabei bleiben möchtest, dann klick gern auf Abonnieren. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast gerne hören möchte, dann teil gern den Link mit dieser Person. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut. Hab einen wunderschönen Tag.